Neben dem kostenpflichtigen Werwolfs Gameplay Pack gab es in den letzten Tagen auch kleinere News zum vorbereitenden Update, welches wie immer vor dem Gameplay Pack für die Sims 4 erscheinen wird. Außerdem kennen wir jetzt alle Objekte des nächsten Gameplay Packs, alles dazu in diesem Video. Meistens fügt jedes größere Gameplay-Pack auch ein paar vorbereitende Änderungen zum Spiel hinzu, was auch beim Werwolfs-Gameplay-Pack nicht wirklich anders ist. So haben die Entwickler ebenfalls über die Körperbehaarung bei den Sims gesprochen, die auch schon bei The Sims 3 mit der Supernatural-Erweiterung und Werwölfen ins Spiel gekommen ist. Wie Simguru Frost nämlich verraten hat, arbeiten die Entwickler derzeit an genau diesem Feature. So wird dieses zwar nicht mit dem Werwolfs-Pack zusammen, dafür aber ein wenig später für alle Spieler in Form eines Gratis-Updates bereitstehen. Wann genau ist derzeit noch unklar, endlich wissen wir aber, dass die Entwickler hieran arbeiten. Mehr Informationen gibt es ebenfalls zum kleinen Teleskop, ein mindestens genauso oft gewünschtes Gameplay-Objekt. Simguru Nova hat nämlich ein weiteres Bild von diesem auf Twitter geteilt und hier ebenfalls bestätigt, dass dieses für alle per Gratis-Update hinzugefügt wird. Insgesamt gibt es also zwei, eines fürs Basisspiel, das andere als Teil des Gameplay-Packs mit Verbindung zur Werwolfsüberlieferung. Dieses ist laut Screenshots ebenfalls keine Deko, sondern hat passende Animation. Und zu guter Letzt haben die Entwickler auf Origin schon die Seite mit dem neuen Gameplay-Pack online gestellt, auf der ebenfalls alle Objekte des insgesamt 12. Gameplay-Packs aufgelistet sind. In Zahlen ausgedrückt erhalten wir damit 78 neue Baumodus und 110 neue Erstelle einen Sim-Modus-Objekte, eine Gesamtzahl von 188 neuen Objekten. Der Erstelle einen Sim-Modus hält viele neue Frisuren in teilweise bunten, teilweise neutralen Farben bereit, scheinbar gehen die Männer hier aber haarmäßig komplett leer aus. Eine neue Kategorie in diesem Pack sind die Narben, die in vielen unterschiedlichen Variationen bereitstehen. Im Baumodus gibt es einige neue Fenster und Türen, hauptsächlich aber sehr viel neue Deko. Auch der großartige, verlassene Campingwagen aus dem Trailer kann hier platziert werden. Dieses Gameplay-Pack kann ebenfalls demnächst bei Instant Gaming vorbestellt werden, wo ihr auch so bis zu 70% auf verschiedene Sims 4-Inhalte sparen könnt, Link in der Beschreibung. Was denkt ihr zum vorbereiteten Update? Welche Änderungen wären hier noch denkbar? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.